Meine, jeder braucht ein Hobby. Du stehst mir technisch gesehen natürlich immer perfekt im Weg, ne? Ich habe ihn noch getötet. Ja, aber ich hätte einen Kopfschuss machen können. Wäre viel lustiger geworden. Ach. Ja, toll, mal so diese Headshots. So war das nicht geplant, das Zeug noch weiter vor mir wegstoßen. Ja, da hinten. Medipack! Geht da. Ja? Ja? So sieht das aus, wenn man sich mit mir anlegt. Ja, toll, ich will keine Stacheldinger. Nasepack, mein Inventar ist voll. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich sollte vielleicht mal Medipacks ins Feld legen. Ja, wir werden nur noch zwei Wolfram-Krümelchen finden, oder? Hast du mir gerade in den Rücken geschossen? Nein, ich habe das Vieh, das dir in den Rücken fallen wollte, erschossen. Okay, also hast du auf das Vieh, was in meinem Rücken stand, geschossen, womit du mir theoretisch in den Rücken geschossen hast. Ach, du hast einen neuen Anzug an, der verkraftet das schon. Da habe ich aber einen Kratzer. Da, Munitionskiste. Ich kann keine Munition mehr aufheben, mein Inventar ist voll. Altmetall. In die Munitionskisten hier ist auch das Zeug drin. Ah, nee. So Viecher. Da hinter uns war auch noch so ein Ding, ne? Hier liegt eine Menge Munition. Jetzt fliegt die. Ist. Boah, Alter. Ja, aber kein Wolfram. Falsche Taste, Entschuldigung. Ja, hab ich gemerkt. Ja, vielleicht wäre es gar nicht blöd, auch ein bisschen Munition auf die Bank einfach zu legen, ne? Dass man ein bisschen mehr Platz hat. Ja, ich lege jetzt nicht Munition auf die Bank. Ich lege jetzt Medipacks auf die Wand, auf die Bank. Ja, ich habe jetzt diese komischen Stasi-Dinger, nehme ich jetzt nur 3 Medi, ich habe das noch nie benutzt, das Zeug. Das wird's überstehen, gut. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Das fällt mir noch besser. Ich habe jetzt noch 4 mittlere Medipacks dabei. Der Rest liegt auf der Bank, der Rest werden wir finden. Wenn nicht, sterbe ich und du bist schuld. Aufgemacht. Ja, ich war noch nicht fertig, aber das kennen wir ja schon, dass du einfach weitermachst. Oh, schon wieder Strom. Ich hab's kaputt gemacht. Weiß nicht, ob das jetzt so viel besser ist. Ja toll, warte, mittleres Medipack, du bist echt mein Held, ey. Ey, guck mal, was ich hab! Haha! Schau mal! Da lag Munition drunter. Kann ja an was drehen, ich dreh da mal dran. Was? Hier war was zum Drehen, ich hab dran gedreht. In ihrem Büro. Wir sollen da durch die Wand durchgehen. Mit welcher Wand? Naja, siehst du doch, wo der blaue ist. Siehst du wahrscheinlich nicht, ne? Also ich soll hier direkt durch das Ding hier durchgehen. Was ist denn das komische Schild hier? Das ist doch bestimmt für irgendwas gut. Das ist irgendeine Abdeckung. Vielleicht müssen wir die wieder einsetzen. Ja, Tatsache. Die passt hier rein. Aber sie hält nicht mehr. Ja, die hat sich jetzt hier wieder einwandfrei eingesetzt, du.
Ich habe das Gefühl, wir haben ja noch irgendwas vergessen. Ich habe auf jeden Fall die Abdeckplatte wieder angebracht, okay? Okay, aber warum müssen wir hier noch hin? Was ist hier? Da, schau mal, hier. Daran hängt sich das Ding an. Ja, damit habe ich das da gerade angemacht, das da. Ich denke mal, wir sollen wieder zurück. Warte mal, ich habe da eine dumme Idee. Beilegen. Waren wir sind da gekommen, ja, oder? Nee, da sind wir hergekommen. Da ist die Werkbank. Okay. Aber da hinten muss noch irgendwas sein. Wir haben den irgendeinen Trigger haben wir vergessen. Ja, da hinten ist irgendwas. Das Ding zeigt hier bei mir an dieses Ding hier. Vielleicht muss ich die auch einmal abspielen. Ich fürchte, hier sollen irgendwo die Codes liegen. Das ist aber doch nicht ihr Büro, oder? Ja, Leute, hier haben wir mal wieder ein bisschen Unwissen, wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Kommt bei den Besten vor. Vielleicht schmeißen wir einfach irgendwo einen Stuhl rum oder. Hast du eigentlich an dem Generator hier gemacht? Da was rausgenommen. Was denn? Halbleiter. Danach ging der Strom aus. Okay. Ich denke eher, wir sollen jetzt zu der im Büro. Ja, aber warum ist dann der Wegpunkt noch da hinten, weißt du? Ja, ich habe keine Ahnung. Der geht bei mir hinten zu der Maschine hin. Ja, die nächsten 3 Stunden Let's Play werden wir uns jetzt hier in diesem Raum aufhalten, weil wir keine Ahnung haben, wo der Trigger ist. Und wenn du uns bald aufhörst, diese scheiß Wand abzuspielen, Bala, ne? Alter, mal das Ding, vielleicht müssen wir zusammenraten, was weiß ich. Aha. Jetzt hat sich irgendwas gemacht. Geh nochmal ran. Gedreht. Da, geh mal, nein, geh mal weg. Lauf mal um mich rum, ich seh's. Ich sehe den Schlüssel, der liegt rechts da an dem Automaten. Da rechts blinkt's. Schlüsselungscode herunterladen. Guck, jetzt geht's nach woanders lang. Ja, toll. Nein, das habe ich geklickt, da ging die Nachricht an. Nein, da müssen wir nicht mehr dran drehen. blödes Geräusch. Tot? Die Viecher an Leichen kommen lassen, ist eine dumme Idee. Da waren noch zwei andere Luftdinger hier, du, pass auf. Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Die Gravitationsplatten fallen auseinander. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, ich hab sie. Ich schick's Ihnen auf Ihren Ortungssender. Cool. Hast du gesehen, was passiert, wenn du auf die roten Platten trittst? Ja. Gut. Ich will nicht auf die roten Platten treten. Also, für die Leute, die nicht gesehen haben, was passiert ist, damit wir da weitergekommen sind, einer musste den Hebel drehen, der andere hat den Schlüssel mitgenommen. Hier liegt was. Wo liegt was? Ja, den Schlüssel, den du gerade auch oben... Ich vergiss es.
Ach so, ja, wir haben den Ding gedreht und rechts davon lag dann der Schlüssel in der Maschine. Genau. Aber ein gewisser jemand, den ich hier nicht näher benennen möchte, war ja der Meinung, er hatte nur an dem Ding gedreht, um die Nachricht einzuschalten. Dann müsste man nicht mehr dran drehen. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber wir haben es alle gesehen und wir wissen es. Es ist auf Video festgehalten. Die Dinger sind doch irgendwie cool, die sind genau an den Ausgängen von den Viechern. Außer natürlich, sie gehen hier außen rum. Oder kommen direkt auf uns zu. So. Aber immer noch kein Wolfram. Wolfram scheint ein... Ja, toll. Super. Wir haben, glaube ich, ein bisschen viel kaputt gemacht. Hey, die springen da einfach drüber, die sind voll unfair. Hinter dir, hinter dir! Haben wir jetzt alle? Hey, na, was das? Sind die Dinger laut? Ja, eine gewisse Geräuschentwicklung gehört wohl dazu. Glaub, aber wir haben alle. Nein, da war noch einer. Ich habe noch... Aua! Ich habe noch ein paar. Ja, ich sehe es. Also wenn die Viecher dich anspucken, läufst du extrem langsam. Sag mal, wie bist du da rüber gekommen? Hier lang. Was heißt hier lang? Ach da. Ich war irgendwie abgelenkt von den ganzen Viechern, die uns angefallen haben. Altmetall, somatisches Gel, Munitionsclip. Ja, mach schon mal auf. Immer noch 18 Wolfram. Kein Gramm mehr. Ich habe irgendwie so das Gefühl, langsam brauchen wir es, ansonsten bringt es alles nicht mehr. Ich mag meinen Cutter. Mach meine Schrotflinte. Aber jetzt sind wir aber gut hier. Okay, der war doof. Ja, nur Altmetall und somatisches Gel. Ich hab noch ein paar Munitionsclips gefunden gehabt. EM-Wanzer. Und überall die Medipacks! Da liegt noch was. Gut. Nein, ich will wissen, was in dem blöden Raum ist. Ich will Wolfram. Ich hab welches. Ja, ich auch. 24, okay. Lass den drin aufheben und dann geht er raus und... Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, mein Halbleiterproblem ist gelöst, du. So, ich habe eine gemacht, wir machen jetzt mal den Raum auf. Telemetriebolzen. Da war eine neue Platine, Feuerrate. Dann, ich habe einen Telemetriebolzen aufgehoben. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll, so voll, so voll. Gel. Gel. Medipack.
Gel. Aber was war der Telemetriebolzen? Ja, der war bestimmt was für die Waffen. Altmetall. Nein, das ist eine Waffe. Okay. Das ist ein Bolzenschussgerät. Bolzenschussgerät? Ja, ich bin jetzt schon hinten weg. Uah. Wäre da fast reingelatscht, Alter. Lass das Zeug gleich mal in der Bank abliefern. Diesmal bin ich links. Ja, aber ich bin links gelaufen. Mir doch egal. Neue Platine plus Feuerraten und Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Baue ich direkt erstmal in meinen Missionar ein. Falsch. Upgrades. Ah, okay. Den Bolzenschießer oder das Upgrade? Ich hab die Upgrade-Platine in meinem Missionar gebaut. Ich bin mit der Knarre so völlig zufrieden. Ich will mir auf jeden Fall mal den Bolzen mal anschauen, ne? Bevor ich ihr sage, dass ich zufrieden bin. Ah, ja, ich installiere jetzt einen Munitionssammler. Der sammelt automatisch Munition in der Umgebung ein. Also die Waffen-Upgrades, die sind schon relativ ausgeweitet. Kannst du direkt hier ausprobieren, hier liegt ein Munitionsclip. Ich weiß noch nicht, ob das besser ist als der Dings, als der Cutter, der Große. Ich glaube, die haben denselben Effekt wie die eigenen Körperteile, die zurückschießen. Ja. Komm mal rein hier. Ja, ja, wieder dabei. Ich habe hier schon mal Munition aufgehoben. Okay. Ich habe ihn. Hey, Santos, ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Tolles Büro. Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. So, freundlich. Versteckt Rosetta. Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Vollstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende. Also, diese Bonusmission war jetzt schon wirklich sehr erfolgreich für uns. Wir haben viele Waffen-Upgrades gefunden. Ja. Und auch sehr viel Material, also von dem her kann man hier ganz zufrieden sein. Inklusive des Bolzenschussgeräts. Wir werden noch rausfinden, was da jetzt mit passiert. Ich probiere jetzt das mal eben aus, was ich eben kurz angeschnitten hatte. Ich wechsle mal den Anzug. Ich denke, ob die Rig-Verbesserung bleibt. Das funktioniert nur dann, wenn die Anzüge eigentlich nur stylisch sind. Ja, dann schau mal. Ich falle ihm immer gerne ins Wort, das kann er nämlich gar nicht haben. Oh, ganz in Gold. Ach, ist er nicht schnuckelig. Also kommt, Jungs. Das ist doch wohl hier unser Goldjunge hier. Uiuiui, aber der Arsch ist irgendwie ausgelassen worden, Manni. Ist nichts mit Gold. Ja, Arsch bist du nur grau. Also, die Verbesserung der Rig wird auf alle Anzüge mit übernommen. So, sag ja, da ich nicht rumrennen möchte wie Goldmarie, dreh dich mal wieder meinen Zeugenanzug. Oh ja, du siehst ja voll fett aus. Ja, deswegen nehme ich jetzt auch wieder den Zeugenanzug. Ich glaube, ich sah aus wie Apollo 13, die gecrashed ist. Jetzt haben sie bei den Dingern hier natürlich Mod-Style eingebaut, aber letztendlich können keine zwei Personen gleichzeitig mit rumpushen. Schade. Aber man kann wohl nicht alles haben. Manchmal muss wohl Schönheit vorne zugehen. Kann ich noch hier irgendwas upgraden? Energie für Stase, Dauer für Stase, die nehmen wir mal mit. Ja, ich konzentriere mich auf meine Lebenspunkte. Nämlich im Vergleich zu Bala arbeite ich stellenweise gern mit Stase. Ist ja auch gut, wenn es einer wenigstens macht. Ich kann dir ja später auch noch ein paar Stase-Dinger rüberschmeißen. Also, Freunde, hier oben, wo kein Krach ist, hier ist es wirklich fast mucksmäuschenstill.
Seht ihr? Ohrenschutz aufsetzen. Also wie ihr seht, lauter Krach war. Also wie ihr seht, ich stehe auf Reichweite, Panzerung und Trefferpunkte. Man muss ja wieder feststellen, er ist der Dampfhammer, ich das Skalpell. Also genau genommen bin ich eigentlich in den meisten Spielen derjenige, der hinten steht mit einem Präzisionsgewehr. Und meine beiden Freunde rennen irgendwo vorne im Mischmasch rum und tun da irgendwie alles in die Luft jagen. Während ich ganz gemütlich von hinten die Kills mache, dass sie nicht draufgehen. So, lass die Tür mal zu. Lass die Tür mal zu. Übrigens hast du doch die Runen auf dem Gewehr drauf, sehe ich gerade. So. Liebe Zuschauer, Freunde, Abonnenten und sonst irgendwelche Leute, die es hoffentlich gucken. Das war Episode 2 mit den nächsten 4 oder 5 Folgen, je nachdem, wie lange die Aufnahme jetzt genau war. Das war die Optionsmission auf der USS Gili. Die nächste Episode mit den nächsten Folgen wird dann die Hauptstory weiterspielen. Wir machen jetzt hier Schluss für heute und sehen uns dann bei unserer nächsten Aufnahme wieder. Gute Nacht.